Fähigkeiten. Okay, alles klar. Codex, was ist eine Datenbank? Tutorials, okay. So, ich spiele ja immer Odyssee, während du Valhalla spielst und ich bin gerade in so einer riesen Festung und höre plötzlich das Pfeifen. Hab schon voll panisch gedacht. Ich habe aus Versehen X gedrückt. Ja, schön. Es tut mir ein bisschen leid. So, gut. Also wir haben jetzt Turmverteidigung, Kellertür verschlossen halten, zu viel Zulauf aus den Gängen. Ja, es ist wirklich so. Also, aber ja, das macht dann Sinn, dass da oben wirklich der Zugang zugemauert war oder zugehämmert. Ich wollte hier gar nicht rein. Und da. So, Proviant wollte ich eigentlich gar nicht. Ah, hier nochmal Pfeile, kann ich als voll, ja klar. So. Fertigkeiten und okay, Fähigkeiten ist das okay. Schlummerdorn. Aber eine Frage: Ein Pfeil, der mit der Svethorn-Rune versehen wurde, heißt das, dass ich zuerst diese Rune finden muss? Oder hey Flo, oder heißt das einfach, dass also diese Fähigkeit, Fähigkeit heißt so. Der Film ist sehr nice. Warte mal. Ah, da oben. Ich schaue schnell John Wick fertig, dann. Ah! Hast du, ja, wollte auch gerade fragen, Sarah. Hast du den ersten angeschaut? Also, wenn, wir haben alle drei. Wenn du noch irgendjemand zum ja, ja. Okay, gut, ich glaube, hier haben wir alles. Was ist das denn? Was sind das für Zeichen? Sind es die Eingänge? Wahrscheinlich sind es einfach nur die Eingänge. Ah ja. Ein sehr seltsames Symbol für einen Eingang, aber okay. I don't care. I take it. Ah, hey, Pferd! So. Wo müssen wir jetzt hin? Also, ich würde hier gerne einfach alles looten. Einen guten Looten. Warte, hier ist noch was. Was siehst du da oben, Sühnen? Warte, hier ist noch was. Okay, dann bitte nochmal absteigen. Sorry, Pferd. Ich komme gleich wieder. Warte, da ist noch was. Nein, doch nicht da unten, oder? Vielleicht ist hier unten was. Nein. Also, das Symbol ist. Sehen, was du siehst. Ist hier drüben. Oder hier drüber. Oder ist das einfach nur das Symbol für eine Festung? Egal. Ja, egal, wurscht.
Gut. Schau dann bald noch den 2er und 3er an. Gibt's gerade auf Netflix und Prime. Ja, also. Krass ist, dass du die noch nicht angeschaut hast. Weil ich meine, es ist halt. Ja, John Wick einfach. Das ist. Also. Ein ganz guter Film. Also alle drei Teile. Finde ich tatsächlich richtig, richtig gut. Ja, ja, okay, okay, okay. Drück immer E. Gut, also, dann würde ich sagen, Schaufel raus und anfangen zu buddeln. So, dann. Ich wette, hier darf ich auch nicht gesehen werden. Ja, wobei, hier ist kein Sperrgebiet. Komm, spring. Danke. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam, dass hier niemand ist. Sie wurde wohl verriegelt. Also ich könnte versuchen, das hier zu zerstören, oder ich könnte hier durchgehen. Und nice. Oh, Wurf-Axt. Huhuhu. Das ist ja super nice, super sexy. Wurf-Axt. Alter. Schleudert Wurf-Äxte auf alle Gegner in Reichweite. Okay. Ich glaube, ich brauche Wurf-Äxte. Alter, wie geil ist das denn? Nitfall. Was gibt's hier? Hier gibt's halt sowas von nichts, nada, niente. Ja, wobei, also es gibt so ein paar Sachen hier. So hat es mein Vogel nicht angezeigt. Entschuldigung. Okay. Gut, also hier gibt's auch noch einen Schatz. Ich wette auch unterhalb des. Des Gebietes, des Gebäudes. Also es ist ja eigentlich immer. Entweder man muss oben rein oder es gibt irgendwie ein geheimes Ding unten. Oder ich habe das jetzt schon. Bisschen dauert, aber okay. Ach, das sind so kleine Golddinger, oder? Also so kleine Schatzfunde. Ach so, okay, okay. Das sind die, okay. Alles klar. Verstanden. Und die großen sind dann die. Ja, macht ja Sinn. Große Goldmarken sind für große Schätze und kleine Goldmarken sind für kleine Schätze. Und dann. Aber dass hier irgendwie noch niemand war, also ich meine, das ist hier voll verlassen. Okay, alle Feuer brennen und so weiter. Okay. Aber. Naja. Also auch noch eine kleine Ding, aber das ist wurscht. Wir gehen mal dahin, weil zu der Stadt werden wir eh
danach nochmal gehen. Pferd. Ah, so. Let's go. Diesen Wachen entgeht nichts. Na ja, doch, die sind tot. Oh. Ich dachte, da erschießt mich jetzt einer. Nein, ich bin nicht schreckhaft. Oh süß, ein Schneefuchs. Als ob der auf Jagd auf, also nein, der frisst keine Rehe. Die sind viel zu groß für ihn. Mit einem Revolver? Nein, doch nicht sowas Kleines. Mit einem fucking Tank, Mann. Mit einem Panzer hätten die mich erschossen. Oh, was war das denn? Oh, das ist nice. Ich lerne immer Neues dazu. Ja, wie... Oh Gott. Ich bin ein Scharfschütze, ganz still und stumm. Ich werde dich jetzt erschießen. Ich bin ein kleiner Scharfschütze, ganz still und stumm. Ich werde dich jetzt erschießen, denn du bist dumm. Na, so dumm ist er auch wieder nicht, er ist jetzt runtergegangen. Ja. Entschuldigung, ich hab dich nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass... Ey. Alter, schießt du auf mich? Ey, Digga. Was? Wie aggressiv. Anti-Aggressionstherapie, würde ich sagen. Ja, wobei jetzt nicht mehr, er ist tot. Die werden sofort angreifen. Ja, habe ich gemerkt. Entschuldigung, ich bin nur kurz zum Plündern da. Also ich mache hier auch nichts, wenn ihr nicht angreift. Ja, Moment. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Ach, also hier macht der, also das Bogenschießen macht hier richtig, richtig Laune. Das ist halt irgendwie so One-Shot. Ja, das ist richtig nice. Nein, das ist gemein. Das sind Bauern. Also eigentlich nicht, aber das ist gemein, beim Arbeiten erschossen zu werden. Aber das ist jetzt... Ja, das ist doch jetzt kein Soldat, oder? Doch, der hat eine Axt. Aber es ist ein Wikinger, also. Sah einfach aus, als würde es sich die Kamera einfach im Kreis drehen. Ist das ein Krieger? Ja, doch. Der sah eher aus wie ein Bauer, deswegen habe ich gezweifelt. Ich finde es lustig, dass es. Oh, ganz harter. Hey, Teddy. Danke für den Follow. Ja, hast du mich gesehen? Okay, das hat mich überrascht, dass das gezählt hat. Ich finde es ein bisschen seltsam. Ich bin's von gestern. Hey! Flo, hast du etwas Werbung gemacht? Ohne mich zu fragen? Hi! Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Warte mal kurz da. Ich bin gleich wieder da. Und zwar... wo bist du hin? Ah, da drüben.
komme ganz langsam auf mich zu. Ich habe einen Bogen. Ganz langsam. Danke. Ganz langsam. Kann ich durch. Nee, das ist zu schnell. Da komme ich nicht mehr klar. Hey, ganz langsam. Danke. So. Ja, der Flo. Wahrscheinlich sobald ich gestern weggegangen bin. Unartig, der Typ. Ja, aber danke. Danke für den Follow. So. Wir müssen mal schauen. Ob hier noch welche sind? Ich glaube, hier sind keine mehr. Ah, da drüben. Yeah. Okay, da sind noch einige. Ich brauche neue Pfeile. Oh, genau. Ich will mal das mit den Einschläfern versuchen. Das ist nämlich richtig, richtig lustig. Einfach jemand einschlafen lassen. Good night. Aber die Frage ist natürlich, wieso sollte ich jemand einschläfern? Sei auf alles gefasst. Gut, ich bin auf alles gefasst. Ich gehe mal. Aber der Typ schläft doch nur. Das ist alles in Ordnung. Der ist eingeschlafen. Und ich bin die... Psst. Und ich bin die gute Fee, die alle zum Einschlafen bringt. Es ist alles in Ordnung. Der ist nur eingeschlafen. Er ist nur müde. Alles in Ordnung. Ich bin der Sandmann oder die Sandfrau. Es ist alles gut. Aber wieso sollte ich jemand einschläfern? Was bringt es eigentlich? Also ich finde es cool, dass ich den einschläfern kann. Also ich weiß nur nicht, warum ich das machen sollte. Ich finde es lustig, dass die irgendwie nicht panisch werden oder so, weil die sind ja zu 5 oder 6 gekommen. Und jetzt ist halt niemand da. Oder fast niemand. Ja, setz dich hin. Ich helfe dir mal dabei. Hier, setz dich hin, leg dich hin und einfach ausruhen. So, sehr schön. Wie er sich wegdreht, aber dann nichts macht. Gut, ich glaube, das war's erstmal, ne? Also da hinten sind noch welche. Also ich glaube, der sucht da ein bisschen. Ich finde es immer so lustig bei so Stealth Game oder so. Also nur in den richtig, richtig guten werden die Leute dann ja ein bisschen aufmerksam oder aufmerksamer, wenn plötzlich die ganzen Leute fehlen. Also wahrscheinlich ist es hier auch so, wenn man die Schwierigkeit auf legendär oder was auch immer die höchste Schwierigkeitsstufe ist, wenn man die darauf setzt, aber ja, ich finde es immer sehr, sehr amüsant. Gut, Radar an. Der Effekt ist schon hart nice. Alter, wie viele sind denn hier? Und da sind 2. Wie viele Pfeile habe ich? 6. Das ist ein bisschen wenig. 6 Pfeile sind ein bisschen wenig dafür, dass hier noch ein paar Leute sind. Lol, da oben ist ja auch einer. Und der schaut jetzt her. Und der schaut auch her. Wieso hat er mich nicht gesehen? Ach ja, Fragen über Fragen. Okay, da drüben. Wir könnten mal alle darüber schicken. Da ist ein Baumstamm im Weg. Warte, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alter, das ist ja. Easy.
Aber ach, warum sollte man aufmerksamer werden? Vielleicht haben sie ja nur gleichzeitig beschlossen, schlafen zu gehen. Ja, und hier. Hier ist ein Vogel. Komm mal her. Schau mal den. Such mal den Vogel. Such mal den Vogel. Und hier ist ein böser Vogel. Sehr schön. Plündern. So. Wenn, soll ich da hingehen? Soll ich den zuerst erschießen? Okay, dann erschieße ich den zuerst. Wie, du hast gesagt, ich soll den erschießen. Du nicht so unschuldig. Wer hat das gesagt? Du? Hä? Kann ich auch? Hä? Wohin schießt er denn? Ja. Ach, der hat mich gesehen und jetzt schießt er irgendwo. Oh, schön weiter Schuss. Da hinten ist halt auch noch einer. Die zwei muss ich halt auch noch bearbeiten. Komm, eine Rückenmassage, komm. Kostenlose Rückenmassage, hier. Für jeden kostenlos. Außer für die, die mich töten wollen. Oh, da ist ja noch ein Alter. Junge, Junge, Junge. Und ich habe noch zwei Pfeile. Das ist ein bisschen wenig. Hey. Nicht einen Augenblick. Ja, schon, gell? Ich geb dir gleich Ruhe. Ich geb dir Ruhe, komm. Ja, komm, hier rein. Und jetzt. Aber ich trag dich sogar noch ins gemütliche Gras. Da ist es schön, schön weich überall. So, der hat gerade keinen Bock. Der plündert gerade im Gras. Komm her. Ja, bleib wachsam. Das interessiert den da hinten auch nicht. Das finde ich immer so lustig. Vor den Augen irgendwelche Leute ermorden. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. So, da ist noch einer. Wieso ist hier eigentlich so viel, was ist das eigentlich? Gras oder was? Oder ist das irgendeine Pflanze? Gerste? Nee. Aber das ist einfach nur Gras. Hm. Ja. Das tue ich ein bisschen wenig verstehen. Gut, aber egal. Oder nee, Getreide sieht ganz anders aus. Also das da oben ist Getreide oder Gäste oder so. Ja, jetzt schon wieder. Pass mal auf hier. Komm hier rein. Und dann zeige ich dir mal, was los ist. So, wir haben 4 Pfeile. Da komm du auch mal. Ich weiß es nicht. Komm und schau nach. Irgendwie zieht er seine Waffe nicht. Komm. Oh, man kann das noch plündern. So, hallo und herzlich willkommen beim Rangeln im Blumenbeet. Schaffe ich die innerhalb von ein paar Sekunden, die beiden? Wollen wir mal sehen. Nummer 1, Nummer 2. Hat funktioniert. Schön, dass der Helm überhaupt nichts bringt bei denen. Ist wahrscheinlich alles hier Lab. Und, Alter, die. Die Fahnen haben ja mega Bock.
So, neue Pfeile sind immer gut. Oder 7. Ich werde auf jeden Fall das nächste größere Update bei mir wird größerer Köcher sein. Weil mit 7. Warte mal, kann ich schon? Aber noch nicht. Doch. Wow. Wow. Echt jetzt. Das war so teuer. Und ich habe nur einen Fall mehr. Wow. Das mal. Sowas ist ein mega Reinfall. Dankeschön. Dankeschön für nichts. Ja, ein Fall. Na okay, ein Fall kann über Leben und Tod entscheiden. Waren da zwei? Da waren glaube ich zwei. Ja. Tobi, der mittelalterliche Sniper. Das war geplant. Gut, warte, nee, ich gehe mal hier runter, weil hier gab es noch ein paar Pfeile. So. Hier. Und jetzt habe ich wieder 6. Irgendwie mag das Spiel das. Also die Zahl. Ich meine 3 Köcher. Drei Köcher geben 3 Pfeile. Ist genauso wie irgendwie das Geld. Oh, da ist ein Vetter. Habe ich schon? Nee, ich habe noch nicht den Skill, die Dicken auch innerhalb von einer. Das war nice. Das war jetzt. Glück, dass ich den jetzt schon weggebracht habe. Ich kann die Großen noch nicht mit einem Schlag töten. Komm hier. Hier ist ein Vogel. Komm mal hier. Hier liegt was. Ja, fein gemacht. Man kann nicht noch plündern, das ist wunderbar. Und man könnte jetzt auch hier mal reingehen. Und mal scouten. Okay, da ist der Schatz. Okay, da draußen steht noch einer. Irgendwie hängen die überall diese Windspiele auf. Das ist ein Dicker. Eigentlich da. Also das ist super lustig irgendwie von diesen Windspielen eingeschlossen zu sein und ja, also das macht auf jeden Fall mega Sinn. Guten Tag, ich wollte mal kurz fragen, was Sie hier den ganzen Tag machen. Also Sie hätten jetzt auch schon mal antworten können, also das finde ich sehr ungestüm von Ihnen. Aber ja, mein, also ich sehe schon, sie sind müde, deswegen müssen sie sich kurz hinlegen. Also das ist gut, dann frage ich mal nächstes Mal. Gut, das war jetzt irgendwie relativ leicht. Ich habe einen Dolch gefunden. Das ist doch mal was. Nahkampfschaden wird nach erfolgreichen Ausweichen erhöht. Mit 30 Damage ist das so ein bisschen semi-nice. Ja,
Wow, ja, ich bin selbst überrascht, dass das so leicht ging. Also das Lager habe ich schon relativ easy